Ich würde fast schon sagen, dass es nicht das richtige Texture Pack ist. Irgendwas ist hier nicht richtig, Alter. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich würde sagen, wir ändern das nochmal ganz schnell, bevor ich hier einen Komplettausfall bekomme, Alter. Eine Sache, die ich hier unbedingt machen wollte. Ich habe mir nämlich eben offscreen mal ganz kurz die Zeit genommen, das schon mal zusammenzufarmen. Ich würde nämlich hier gern auch noch einen Enchantment-Raum hinmachen. Und gleichzeitig auch noch einen weiteren Raum mit einem Amboss irgendwie. Sodass wir hier auch die Möglichkeit haben, unseren zu verzaubern und so. Damit das hier auch mal läuft. So, ich fange direkt an zu grinden, Leute. Wie geht's dir, Romatra? Schön, dass du da bist. Ich bin schon hart am Grinden gerade. Echt jetzt? Ja, ich bin schon dabei, was Interessantes zu machen. Und zwar mache ich hinten gerade bei unserer Mob-Farm direkt mal einen neuen Enchanter dazu, den ich eben nochmal fix gefarmt habe. Blöderweise, also ganz ungeniert. Ich habe eben offscreen ein bisschen gespielt, weil ich irgendwie, ich habe so Lust gehabt, Alter. Und da musste ich dann eben mich schnell hinstellen, habe einen Enchanter gefarmt und Bücherregale schon mal. Ich habe hier gerade einen Villager, also in meiner Solo-Hardcore-Welt habe ich gerade einen Villager angezüchtet, der Mending hat und der verkauft mir ein Mending-Buch für einen Emerald. Ist der behindert? Mhm, der ist komplett behindert. Was ist mit dem? Hast du den geschlagen oder so? Ich hab mir direkt 3 Mending-Bücher gegönnt, obwohl ich sie nicht brauche. Sieht man das? Ich habe auch 5 Stück gerade in meinem Infier in der Welt. Just to have it, bro. For the drip, for the flex, huh? So, wo ist denn Max? Ich weiß es nicht. Was macht der Bot schon wieder? Der reagiert, glaube ich, gerade auf ein Video. Ist natürlich jetzt ein blöder Zeitpunkt, weil eigentlich wollten wir zusammen spielen, aber wenn er das für wichtiger hält, jeder setzt seine Prioritäten ja anders, ne? Hallo? Hallo Max, schön, dass du da bist. Jo. Hast du eigentlich auf mein Video reagiert? Jeder Blog ist Trimax. Und? Ja, ist geil, Junge. Ist ein geiles Texture-Pack, oder? Digga, es ist geil und auch hier die Schweine, die what the f*** rufen das. What the f***? Ist geil, oder? Ist richtig stark. Ist geil. Also sehr Respekt schön an den Typen. Wie lange hat das gedauert mit den ganzen Sounddateien? Ich weiß es nicht, aber er ist gerade dabei, mir eins von Monte zu machen. Das gibt richtig Klicks, Alter. Und das ist geiler, vorproduzierter Content, den mir keiner nehmen kann. Und alle haben immer gesagt, ich habe es von Kali Columbus aka Nebelnik geklaut. Ist nicht true, ich habe es danach mal wieder gerafft. Hey, unser Server ist down? Machst du nee, nicht ich, down ist? Ich bin da gerade drauf, Schatz. Wir spielen da gerade. Pinging down. Nee, falsche Version vielleicht in Minecraft, weiß ich nicht. Aber wir sind gerade bei dir drauf. What the f***? Die Tür ist kaputt. Welche Tür ist kaputt? Digga, was habt ihr mit der Tür gemacht? Die Tür ist übel kaputt, gell? Der ganze leichte Leuchtturm ist verbuggt. Was denn damit? Wenn ich jetzt aufstehe, alle umbringen. Die Tür ist todesverbuggt. Das Game ist zu verbuggt. Also wenn das jetzt noch 2-3 Mal passiert, dass das Game so heftig buggt. Dann quittest du? Dann müssen wir Ark spielen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Digga, nein, ich spiele das hier weiter, ist mir egal. Ja, Spark ans Projekt. Ja, hol Spark ran. Safe, nee, oder? Digga, nee, wir können jetzt nicht jeden Tag Spark hier ranholen. Wir müssen auch mal was alleine auf die Beine. So ein bisschen. Nee, Max. Du hast jetzt genug. Du hast ihn doch am meisten geused. Was denn mit der Tür hier? Ich weiß es nicht. Das soll witzig sein. Witziger Prank, Revi. Hä? Hahaha, was haben wir nicht alle gelacht? Guck mal kurz bei mir. Kannst du hier was abbauen? Nein. Okay. Ah, damn. Warte, ich muss dich OP'en deshalb, weil hier ist der World Spawn. Oh, ich habe den Spawn halt umgesetzt, weil ihr wolltet das ja, dass hier immer die Chunks geladen sind, ja, wisst ja, ihr? Ja, das ist geil, Mann. Das Problem ist, wenn ihr OP seid, dann könnt ihr halt cheaten. Machen wir nicht. Okay, wir haben jetzt hinten auch gleich eine komplette Area, sag ich mal. Ich baue heute eine Villager-Kammer, wo die Ich mach das so wie PewDiePie, so eine automatische Frick-Kammer, wo ganz halt gemacht wird. Wir bauen so ein richtig geiles SM-Dungeon. Das ist heute mein Plan. Muss ich mein Stream auf 18 stellen? Kann sein, dass du das musst. Es kann auch sein, dass es heute wirklich zu blockharten Erektionen kommen kann. Anise Duck, ich bin dafür. Ich würde gerne heute einen anderen Gast haben als Spark. Es tut mir leid, ich liebe Spark. Oh, wollen wir nicht noch Spark eine Goldfarm machen? Ich bin ein riesiger Spark-Fan geworden jetzt auf einmal. Revi guckt, weil Papa Platte WoW spielt. Ja, absolut nachvollziehbar. Ich verstehe nicht, warum alle WoW spielen. Verstehe ich nicht. Also WoW ist für mich ein Game, das ist einfach nur zeitfressend und ich hatte einfach Angst, mein Leben zu zerstören damit. Klingt irgendwie nach Rush Wars. Max, du bist sowieso raus bei solchen Sachen, Alter. Du bist süchtig nach Eiern werfen in Minecraft, Junge. Ich hab's letztens gesehen wieder, aber heute übrigens auf deine Trimax Minecraft Fails reagiert. Meine Fails. Hör mal, ich hab das erst dann gesehen, was für ein Bullshit du spielst, Junge. Schmerzhaft war es wirklich, Alter. Schmerzhaft, Lust. Digga, ich hab Lachkicks des Todes gehabt, Alter, ehrlich. Wo du da hingehst und Sand ins Wasser setzt und der fällt runter und dann sagst du, es ist ein Bug, weil der Sand rausgepoppt ist. Junge, du hast ja gar keinen Schimmer, was du da spielst. Ach, du Scheißkerl, du musst immer zuhören, du laberst. Geil ist das, Alter. Ist einfach nur geil, Max, wirklich. Ist einfach nur ein geil, Max. Ist kein Trimax, ist ein geil, Max. Romatra? Bitte evakuiere 2 deiner liebsten Villager oben aus deinem Ding. Und mit denen. Nee, nicht runterbringen. Mit den beiden habe ich gleich noch einen Plan. Ich mache hier hinten noch schnell den Enchantment-Raum. Bring sie erstmal an mein Villager-Haus, weil da kommt noch die Kammer hin. Boah, geil, Alter. Der Progress hier schon wieder. Wie ich hier durchfatze, Alter. Wow, Alter. Wow. Zack, jetzt haben wir hier an der Farm haben wir direkt eine ganze Enchantment-Station, wenn man das so nennen möchte.
wo wir ganz entspannt hier vorne unsere ganzen Sachen auch noch enchanten können. Bis. Oh! Klicken und klicken ist es. Alter, das war aber jetzt gerade. Boah, Leute, bin ich ein Boss in dem. Ich bin der Minecraft-craftende Oberboss, Mann. Auf Seite. Ihr seid beide Trash gegen die Aktion, die ich hier gerade gespielt habe. Insane, diese Reaction, Alter. Wow, Leute. Alter. Weißt du, was fehlt? Was denn? Amboss. Ein Amboss? Amboss ist so wichtig für Craft. Mhm, was steht da? Ja, Romata. Und dafür kriegst du jetzt Schläge erstmal von mir. Ja, geil, hau ihn. So, ein kleiner. So, okay. Boah, ist das geil, Mann. Ich fühl's wieder so sehr. Da brennt mir echt der Zipfel, wenn ich an Minecraft denke, Junge. Digga, mein Chat ist immer so dumm irgendwie. Ich bin so lost, aber mein Chat ist loster. Das nervt mich so. Ja, ich würde auch. Das macht mich so sauer. Ja, kann ich verstehen. Wenn ich so richtig dumm bin und mein Chat ist noch dümmer. Wo landen wir denn da? Ich find's auch wirklich unvorstellbar. Weißt du, was du machen kannst? Wenn du Bock hast. Mach schon mal irgend so ein Ding, das überall ganz viel Bambus gefarmt wird automatisch. Also Zuckerrohr, nicht Bambus. Bambus, ja. Und wir diesen Bambus dann später zum Traden bei dem Stock-Villager benutzen können. Das kannst du schon mal irgendwie bauen. Unendlich Bambus machen. Ja, aber automatisch am besten. Dass direkt, direkt als Bambus in eine Kiste geht, dann müssen wir das nur noch zu Stöcken machen und können das bei dem Trottel verkaufen, Alter. Gegen Emerald. Und mit dem Emerald können wir uns Mending kaufen und, keine Ahnung, Bonbons, Alter, Blacks, alles, was du willst. AMG, geil, danke der WhatsApp-Gruppe. Mega, geht alles. Ist geil, Mann. Geil. So, jetzt haben wir hier eine kleine Wohlfühloase fürs XP-Farm gemacht. Das ist doch schön hier. Wo sind Speedways? Was soll das sein? Spaß, wo sind Schienen, die boosten? Die Booster-Schienen. Wir haben hier nicht angezeigt, nirgendwo. Ja, du bist zu low. Es kann sein, dass das Game sagt, dass du zu low bist. Dann sag mal bitte, wie ich sie baue, bitte. Ist sind hier nirgendwo angezeigt. Gold, mit Gold machst du die. Och, jetzt, echt jetzt? Genug repariert. Leute, wir haben jetzt hier vorne eine voll geile Geilkammer, Alter. Da wird gelacht und gebucht. Also, ja. Dann fahren wir mal zurück über den Highway der Liebe, Alter. Jetzt brauche ich Redstone, Romatra. Hat sich alles Max genommen. Nein, nein, nein. Penner, Penner Max, wirklich. Hier sind 21 drin, ganz entspannt. Und 64, ist richtig viel insgesamt. Powered Rails möchtest du haben, ja? Ja, ja. Kriegst du? Wie viele? Oh, also umso mehr Gold bringe ich dir ran. Hier, ich kann dir 6 Stück erstmal nur geben, aber das reicht erstmal für deine Konstruktion. Hier, komm her. Ja. Dreimal die Glocke läuten. 1, 2, 3. Bitteschön. Geil. Aber wenn du mir sagst, wie ich sie bauen kann, dann kann ich die auch selber züchten. Darf man on-stream, wenn du ein Selfie einfach zu sagen? Ja, ja. Also einfach nur dein Gesicht filmst, darfst du dabei on-stream sch**ten? Weiß ich nicht, ist aber eine insane gute Frage. Man sieht nur das Gesicht. Nee, ich glaube die Akustika ist ganz wichtig, Alter. Weil der Hall im Klo und sowas und das... Weißt du, du kennst ja, wenn man so richtig... Weißt du? Ja, ja. Dann hat es diesen uniken Sound. Und ich glaube, dass der zu realitätsnah ist, als dass das fein wäre für Twitch. Was ist passiert? Ich sterbe. Ja, das passiert, das gehört dazu. Och, Diggi, sag mal, wie ich hier rauskomme. Ich weiß doch gar nicht, mit wem du redest oder was dein Problem ist, Alter. Kann ich Gedanken lesen, Junge? Ich bin wirklich tot, ich bin Level 18. Ja, Junge, was ist denn passiert? Trimax suffocated in a wall? Digga, bist du erstickt, Alter? Ist dir irgendwas auf den Kopf gefallen? Sand oder sowas, du Autist? Och, Digga, das ist Scheiße, das Game. Saß du im Minecart drinne? Er saß im Minecart und hat seinen Kopf an der Wand gestoßen. Ja, Max, tut mir leid, dann bist du selber schuld. Da kann man dir wirklich nicht mehr helfen. Jetzt geh nicht beleidigt davon, sondern red mit mir. Problemanalyse. Hättest du auch sagen können. Aussteigen. Ich weiß doch nicht, dass du in dem Minecart drin sitzt, du Ochse, Alter. Wo soll ich mir die Information aus dem Arsch ziehen? Wie kann man denn das anstoßen, das Ding? Wie kann man denn in Minecraft? Gute Frage. Leiten wir direkt weiter ans Mod-Team. Wie kann man denn in Minecraft? Kann mir das jemand sagen, wie man in Minecraft? Ich weiß es nicht, Max. Ich weiß überhaupt nicht, was da gerade passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass es wieder wäre vermeidbar gewesen, Alter. Darf ich da eine Sache kurz fragen, Max? Ja? Wie ist die Stimmung in Minecraft? Erzähl's mir, Max. Raid, du hast einen Raid angezogen mit deiner Taktik. Direkt bei der Eisenfahrt. Ja, geil, schon wieder. Ey, ja, ein Raid, Junge, dann kriegen wir Mending hinterhergeschmissen für einen Zehner, Junge. Digga, wir drücken den hoch auf Freispiele, Alter. Lass den Raid klappen und dann drücken wir diesen Bot-Villager auf 20 Cent Umdrehung auf Freispiele hoch, Junge, und machen damit einen massiven Profit, Junge. Ich habe noch nie an so einem Automaten gespielt. Ich werf einfach Begriffe auseinander, die Monte in seinem ABC verwendet hat. Meine Katze sitzt im Nether, So, und jetzt wirst du hingerichtet. Oh nein, nein. Leute, wie kriege ich die Katze zurück? Die kann nicht mehr zurück. Also ich verstehe, also Boot funktioniert schon mal nicht. Ja, sie ist zurück. Und jetzt wirst du hingerichtet. Hören wir uns. So,
Geil, Alter, wir richten eine Katze hin, Leute. Oh, nice, ey. Darf ich dabei sein? Ich will dabei sein. Wo bist du? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sie hinrichten kann. Ich meine, ich habe jetzt gerade schon im Nether wieder eine Bindung mit ihr aufgebaut. Achtung, ich esse Suspicious Soup. Was wird passieren? Keiner weiß es. Ich habe Jump Boost bekommen. Einen Namen für Katze. Ich nenne dich Sch*t-Katze. Und dann kommst du in den Glaskäfig und dann dürfen alle dich anspucken. Katze. Also bringst du sie nicht um? Nee, die kommt hier vorne in die Vitrine, direkt neben Ant-Man. Neben Strandman. Strandman, okay. Achtung, geh mal da weg, Romara. So, wir schieben die jetzt hier hoch. Oh, nee, du bist so unfähig. Ruhe. So. Hä, müsstet ihr nicht zuschlagen? So, Katze ist safe, Leute. Die hasse ich am meisten. Irgendwann, Leute, werden wir Katze hinrichten. Guck dich mal an, Alter. Dein Kopf ist getrennt von deinem Hals. Du kannst nicht gesund sein, Junge. Die plant irgendwas, Leute. Die plant was. Oh, Alter, wir fragen Anise Duck, weil die liebt Katzen richtig und sie wird sie hinrichten. Aber sie weiß es nicht. Sie läuft über eine Druckplatte. Sie läuft über eine Druckplatte und die Katze fliegt in die Luft. Bam, Junge. Bumm. Das ist ja geil. Nice, Alter. Wir bauen ein Katzenkatapult, Junge. Wir bauen einen Triborg, was die Katze über die komplette Map pfeffert. Da habe ich Bock drauf, Alter. So, und jetzt bringe ich erstmal alle Kühe von Trimax um. Hallo, Creeper. Das ist nicht schneller vorbei. Guck mal, ich weiß nicht, was mit Trimax das Problem ist. Creeper. Ich laufe einfach ran vorbei. Nothing happens. Trimax. Explosions-Creep. Ja, ja. Explosion. Pff, ganze Welt explodiert. Ja, ja, stimmt. Der stimmt. Junge, hey, raus. Hey, Revi. Hi, Max. Oh, nee, nicht da schon wieder. Komm. So. Romata, das hier ist der Tempel von Thanos. Sieht es mit Absicht aus wie eine riesige Ani? Ab dafür, Romatra. Wieso Spanisch, das Wort dafür ist. Deine Anime-Sprache wiederum. Das ist Spanisch, Junge. Kann man so ein Bastard sein. Oh, ja! Ja, geil! Geil, wie kann man so ein Bastard sein? Perfekt zusammengefasst. Meine Mom ist gerade im Stream, Pascal. Oh, ja! We going ape on this one. Ich kann ja nicht hochfahren. Es ist nicht möglich. Hässlicher Romatra, geil. Sieht geil aus, der Tempel der Lust, oder? Sieht schon nice aus, ja. Mm, warte mal ab, Alter. Ich will nicht immer ausloggen, das ist so unnatürlich. Oh, Raid! 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 Wer ist im Raid? Wer ist im Raid? Ich hab hier Raid, Woher? Wo kommt wer? Okay. Die blasen hier schon bei mir, die Tröte, Alter. Die kommen schon. Romatra bei mir. Wir können kurz Tag machen. Lass kurz Tag machen. Komm, lass kurz pennen. Komm, kurz raus. Ganz geiler Hase, Alter. Mann, die wollen Hermann und Günther holen. Sag schnell, wir müssen Hermann und Günther rein. Achtung, Raid! Achtung, Raid! Ich klatsch sie. Boom, 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 boom. Komm weg hier, Alter. Okay, nächste Welle kommt. Oh, Alter, da werden wir richtig schön. Die werden wir so verarschen, die Villager. Wir werden alles für halben Preis raushauen, Junge. Hier vorne, Achtung, hier vorne ist das Vieh. Großer, böser Ochsenjunge. Uwe Ochsenknecht, sein Sohn Jimmy Blue. Hier vorne. Achtung, Jimmy Blue kassiert richtig Schuss. Oh, Jimmy Blue, Ochsenknecht. Einen haben wir schon mal in der Kammer drin, in der Kammer des Schreckens, in der Kammer der Liebe. Also, Schreckens ist ja... Bimmel an meiner Glocke, mal. Zieh mal richtig an meiner Glocke. Glocke aktivieren, Romatra. Ganz wichtig. Da, ich sehe ihn. Ach, du Bot hier. Opfer. Hero of the Village, jetzt werden Rabatte gemacht, Alter, Prozente, Romatra. Oh, Achtung, für 7 Euro gibt's momentan ganz lecker. Alter, 23 Sticks, Romatra, Holzfarm. 23 Sticks. Farm muss noch länger machen. 4 und... Schade, Mann, ihr Opfer. Ey! Romatra, ich baue eine Eisenbahn, mir reicht's. Die wissen, was ihnen blüht in unserem Liebesknast. Rein jetzt, dann das Minecart, Junge, rein da. Trottel. So. Und da bleibt ihr jetzt. Ich baue eine Redstone-Schaltung. Guck mal hier, wenn ich nämlich jetzt hier... Siehst du die Glocke? Die läuft immer rund. Und wenn ich jetzt hier gleich einen Hebel ziehe, dann wird dieser Dispenser befeuert. Und wenn ich den Hebel wieder gleich ausmache, dann ist er aus. Okay. Ja, ich bin halt ein krankes Genie in Minecraft, ne? Funktioniert doch. Guck mal, wenn ich nämlich jetzt hier dann einen Hebel ziehe, jetzt muss ich das nur noch irgendwie... Ja, so kann ich es halt machen. Und wenn ich jetzt halt hier theoretisch den... Ja, funktioniert, aber sieht halt blöd aus, ne? Macht mal bitte eine Hexenfarm für Hexen Redstone. Halt deine Fresse. Keine Ahnung, was der schon wieder redet, Romatra. Hat ein Zuschauer geschrieben, wurde ich verarscht? Natürlich. Nee, es geht schon, aber machen wir nicht. Ach, Diggi, ich check das Game nicht, Mann. Wieso erklärt mir das keiner, wie das denn geht? Wieso schreit denn der schon wieder so? Weiß ich auch nicht. Der ist schon wieder komplett überfordert, deswegen, glaube ich. Das war so kacke, ne? Ich habe auch keine Lust mehr. Tempel... Der 7 Sünden um es geschehen. Es geschehen.
zulassen. Nice. So, meine Damen und Herren, liebe Fans der leichten und seichten Erotikunterhaltung, wir präsentieren Ihnen nun im ersten Testrun gleich den Tempel der sieben Leidenschaften oder den Tempel der sieben Sünden. Dieser Tempel zeichnet sich durch die unglaublich komfortable Lage für die Villager aus, sowie auch die tolle und einzigartige Essensversorgung, die dort vorherrscht. Die erste Vorstellung findet jetzt gleich statt und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere vielleicht einfach mal vorbeischaut. Moment, warte kurz, ich muss noch kurz rein. Soll ich jetzt kommen oder was? Wo hast du so viel Bohnen hierher? Habe ich gefarmt in meiner Knochenmehlfarm, die funktioniert im Gegensatz zu deiner, was willst du? Du hast recht. Meine Damen und Herren, begutachten Sie den Tempel der sieben Leidenschaften. Max, stell dich bitte hier zur Seite und jetzt wird es wie von Zauberhand von der Decke Essen regnen. Und ihr werdet sehen, die beiden Villager werden das Essen aufnehmen und der Liebesprozess wird alsbald verzogen und es wird ein Kind entstehen. Wollt ihr mehr essen oder was? Hallo? Ja, der Bratz. Die kommen sich schon sehr nahe. Vielleicht sind sie unter Druck, weil... Geht mal hier weg. Zugucken. Komm mal alle mal weg hier. Nein, die sind verspiegelt, die Glasscheiben. Die können gar nicht sehen. Die machen Geräusche. Alter. So eine enttäuschende Vorstellung, holy Digga, shit. Der hatte die Bratz jetzt. Ich hab ja extra so einen Tempel gebaut, der sieben Leidenschaften, Sünden. Mehr essen. Und rauf damit. Und jetzt schön... Ja! Es wird ge***t. Achtung. Boom. A child. Da, sie machen's. Sie tun's vor unseren Augen, die Ekligen. Ihr seid so pervers, seid ihr. Ihr seid so krank, seid ihr. Ihr seid so richtige Schweine. Guck mal hier. Oh ja, die Herzen. Da ist er! Der kleine Justus ist geboren worden. Schaut ihn euch an, Max. Siehst du ihn? Boom, Junge. So rein in die Olga. Kind. So eine geile Orgie, Alter. Und das ist der Tempel der sieben Leidenschaften. Justus, Junge. Let's go. Chillig. Ist eine geile Maschine, oder, Max? Ist eine geile Maschine. Das ist sozusagen eine Sklavenfarm. Wenn man ja, du hast es erfasst, Junge. Chillig. Und jetzt... Du kannst jetzt jeden Tag einen Sklaven züchten. Ich kann jeden Tag so viele Sklaven züchten, wie ich will, Alter. Ich verkaufe jetzt erstmal... Brot von der Decke. Oh, Achtung. Romatra, schnell, ja. Romatra. Geil. Wir haben nur noch 5 Minuten Hero of the Village Effekt. Wir brauchen ganz schnell alle Stöcke. Bringt mir alle Stöcke, die ihr habt. Alle Stöcke der Welt. Wir verkaufen dem Idiot jetzt wieder richtig viele Stöcke. Boom. Alle hier, Stöcke. Ich werf den Bein. Hier, ich hab den Bein geworfen. Wie viel haben wir? Alle Bambusfarmen gehen. Wir haben wie noch lange Zeit. Sag schnell die Zeit. 8 Minuten nur noch den Effekt. 8 Minuten nur noch den Effekt. Wir müssen da alles rausholen. Wir verkaufen dem Trottel alle Stöcke der Welt. Der Was Idiot. Kriegen wir dafür? Emeralds, Alter. Und dafür kriegen wir Emeralds. Boom. Emeralds, Junge. Und dafür kriegen wir sämtliche Enchantments der Welt, Junge. Emeralds. Schön rein in die Olga, Junge. Wofür braucht er die? Der steht in der Kammer drin. Vielleicht plant er was, keine Ahnung. Vielleicht will er uns mit den Stöcken irgendwann umbringen. Aber er kommt da erstmal nicht raus. Ich würde dir nicht unbedingt die gefangenen Stöcke geben. Der spitzt die an oder so eine Und nächstes Mal guckst du da rein, um den Essen zu geben. Und zack, hast du ein Gefängnis-Holzmesser in der Kehle. Du weißt ja nicht, wie die ticken, weißt du? Ja, hast recht. Ich bring dir so viele Sticks, Alter. Da arbeite ich seit Stunden dran. Ey, das ist so geil, wie jetzt alles doch Sinn macht, was Trimax macht. Das hätte ich nicht gedacht. So, komm her. Ich habe jetzt 10 64er Sticks. Ist geil, her damit, komm. Oh, Alter, er hat richtig Bock. Er ist so hohl, Alter. Er verkauft wirklich für Stöcke, verkauft er sein Leben, Junge. Ist das schon ein Sklaven-Villager, der das verkaufen muss? Ja. Oh, er hat sein Angebot gelockt, Leute. Aber ich habe schon 27 Emeralds von dem Trottel gekauft. Oh, geil. Gott, ist der dumm. Wo hat er denn her? Also, das ist ja eine Weltwunder, dass er... Digga, der zieht sich alle aus dem Hintern, Junge, der Typ. Der ist broken. Ich muss irgendwas kaufen bei ihm. Ein ich Emerald, komm. Ich schmeiß alles, Digga. Ich hau's raus. Gib her. So, warte, er muss sich ganz kurz refreshen. So, und Stöcke wieder kaufen. Boom. Ey, das Sonderangebot, das knallt hier aber richtig rein. So, er hat wieder gelockt, das Angebot. Und jetzt gehe ich nämlich wieder hin und kaufe wieder einen Bogen von ihm. Und er denkt, ah, jetzt mache ich nämlich Profit, aber er wird nur komplett ausgenutzt von mir. Wo hast du das so krass gelernt? Mit dem Digga, ich war auf der, ich habe bei Prinz Markus von Anhalt, war ich in der WhatsApp-Gruppe. Der gibt Edelsteine für Stöcker, ist ja dumm. Und jetzt verkaufst du mir schön deine Emerald, deine... Einmending. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boom. 8 Mending-Bücher. Alter, Leute, ich habe hier 8 Mending-Bücher gerade gekoppt. Für ein paar Stöcker. Wir haben noch 22 Emeralds übrig. Und ich packe mir jetzt erstmal schön Mending auf meine ganze Clap-Rüstung, Alter. Let's go. Und dann wird die OP enchanted. Dann gehe ich später XP farmen. Glocke hin. Achtung. Börsenschluss. Ab dafür. Botz, ihr dacht, ihr habt das Geschäft des Lebens gemacht. Seid hohl wie sonst Komm was. Komm raus da. Romatra, ich mach dir jetzt hier eine Private Couch hin. Dann kannst du den zugucken. So, hier, dann ist hier die VIP-Area. Wir brauchen eine Bottle. Eine Shisha, Romatra, oder? Shisha ist cool? Boah, ja, das ist Traube Minze, Alter, würde ich mich schon sehen, wenn ich den... Traube Minze, okay, warte, ich hole dir kurz eine Shisha, Digi. Die haben nochmal gebimst, wir haben inzwischen 2 Kinder, die haben nochmal gebimst. Auf Ehre, aber jetzt werde ich dich nochmal dazu zwingen, Romatra, du kriegst eine kleine Private-Show von mir, okay? Ich mach dir auch passende Mucke an, Alter. Romatra ist nervös. So, Romatra, Pfeife kommt. So, bedien dich, Bro. Geil.
Kannst du einfach was rausnehmen? Guck dir diese Lounge an, Romatra. Holt die Kinder doch vorher raus. Junge, komm jetzt her, Max. Max, Digga, komm! Ich würde ein kleines Wasser bestellen. Kriegen wir das auch hin? Ist hier drin, ist ja, hier drin. Kannst du nehmen? Nimm sie einfach aus der Shisha raus. Nimm das Wasser aus der Shisha. Mucke geht an. Okay, Jungs, setzt euch hin. Es geht los. DJ Revi, let the loves happen. Ich bin am Blubbern, ich zieh an der Shisha, Alter. Oh yeah. Achtung, es geht los. Boom, da ist er. Alter. Ey, Leute. Mir kann keiner erzählen, dass das hier nicht geil ist, oder? Dieser Fischskin. Er versteht gar nichts, Alter. Hier ist der Brewing Stand, doch normal. Ist geil, oder? Das ist ein geiler Club, oder? Ist geil, Mann. Ist echt gut. So, jetzt TNT-Launcher. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Boah, wenn ich echt die Katze in die Luft schleudern kann, das wäre so geil, ohne dass sie stirbt. Wenn sie stirbt, ist auch egal. Hey, ich denke, dafür ist es da. Nee, es kann auch sein, dass die einfach nur hochgeschleudert wird. Das wäre noch geiler. Fallschaden wäre schon gut. Wieso zündet das TNT nicht? Oh, wenn diese TNT-Kanone jetzt funktionieren sollte, dann ist GG's, Alter. Dann können wir die Katze wirklich in die Luft jagen. Wie viel können wir dann auch, können wir auch Max in die Luft schießen damit? So. Also die TNT-Kanone, die ich jetzt gerade gebaut habe, ist nicht wiederverwendbar. Achtung, Chat, wir sprengen uns jetzt das erste Mal. Na gut, ist, Komm schon. Scheiße, Alter. Hat geklappt. Die Katze hat nur gestorben. Aber das ist witzig. Ich finde das ein lustiger Tod. 4 TNT-Testsprengung coming soon. Unser erster Proband. Größter, erst Mario Barth-Fan. Es tut mir leid. Aber es geht nicht anders. Wer öffentlich über Mario Barth lacht, der, ja. Testsprengung eingeleitet in den 3, 2, 1. Oh, das fliegt alles in die Luft jetzt. Geil, Alter. Jetzt brauche ich das ganze Red Zone nochmal. Geil, der Delfin frisst die Leiche. Geil. Ich bin dumm. Geil, Alter. Yo, überall Leichenteile. Guck dir das mal an, die spielt mit dem Kind mit der Kniescheibe. Katze wird gesprengt. Katze jetzt. Wird gesprengt. Komm. Achtung, ja. Es geht alle los. Alle Platz nehmen, bitte. Hier, alle bitte Platz nehmen. Hier können wir uns bitte alle hier die Launch chillen. Katze, du hast eine Verschwörung gegen uns als Gruppe angeleitet. Aber jetzt kommt dein Ende, Katze. Wir haben dir einen Namen gegeben. Du bist in den Nether gegangen, um dich mit den Schweinemändern und den Nethermändern zu verbünden. Aber jetzt reicht, Katze. Jetzt wirst du sehen, was du für diese Verschwörung kassierst. Katze, das ist das letzte Mal, dass du uns so hintergangen hast. Katze, du... Du wirst jetzt richtig auseinandergesprengt. Es ist das erste Mal, dass wir eine Hinrichtung dieser traditionellen Art vollführen. Trimax, deine Meinung zu dem Ganzen? Spreng die Katze in die Luft. Minecraft-Mucke dazu. Wir spielen das Lied. So. Cat, passenderweise von Minecraft. Oh. Ich hole jetzt den Hebel und dann fliegst du in die Luft. Ist Katze, du stirbst in 3, 2, 1. Auf Wiedersehen, Katze. Achtung! Boom! Ich hab sie nicht fliegen sehen. Geil! Geil, Alter! Geil! Das war sehr geil, aber dafür musste ich eine halbe Stunde Redstone farmen.